Hallo, ich bin Renate und heute zeige ich euch mal, wie man diese Kristallbilder gestaltet. Ich habe hier ganz kleine, das sind die kleinsten, die es gibt von CraftBuddy. Das ist in dem Fall eine Eule, ein Sticker. So, ich packe das mal aus. Das ist aus einem Set mit, ich glaube, 18 verschiedenen Stickern. So, das funktioniert egal, ob Sticker, ob Glückwunschkarte, ob großes Bild, kleines Bild, immer gleich. Es ist immer eine Schutzfolie darüber und wenn man die hochhebt, dann erkennt man, darunter ist eine Klebefläche. Und es sind immer darauf Ziffern oder Buchstaben, je nachdem, so dass man leicht anhand der Tütchen, die auch nummeriert oder beziffert sind, die Steine zuordnen kann. Wenn man arbeitet, egal ob bei dem kleinen Sticker oder einem großen Bild, dann hebt man einfach an einer Seite die Schutzfolie hoch, hält die ein bisschen fest und fängt dann an. Zuerst sollte ich aber meine kleine Schale hier hinstellen, mein Werkzeug in die Hand nehmen, das immer bei jedem Bild, bei jeder Karte und auch beim Stickerset dabei ist. Nehmen wir eine kleine Menge Wachs von dem Plättchen, das auch dabei ist. Sollte das mal verloren gehen, keine Panik, ein bisschen Seife oder Wachs aus einem Teelicht reicht auch. So, ein bisschen Wachs daneben. Dann nehme ich mir als erstes, was ist das da oben? Fange mich mit dem Flügelchen an, das ist I. Dann nehme ich mir das Tütchen. Bei den vier Farben hier brauchte es eigentlich nicht unbedingt die große Kennzeichnung. Aber wenn man ein Bild hat mit 35 verschiedenen Farben, dann ist das schon ganz sinnvoll. So. Es sind übrigens immer, egal ob Sticker oder ob großes Bild, mindestens 30% mehr Kristalle enthalten, als benötigt sind. Und die sollte man dann auch schön aufbewahren. So ist das bei den CraftBuddy Sets. Man kann nämlich damit noch ganz viel schöne andere Sachen machen. Seine Bastelwerke verschönern, aber auch zum Beispiel die schönen Jammit-Stempel mit einem Tröpfchen Kleber und diesen Kristallen wunderbar verschönern. So, ihr seht, ich nehme mir einfach immer die Kristalle, die ihre Glitzerfläche nach oben und die glatte Fläche unten haben, auf mit diesen kleinen Wachsplättchen in dem Werkzeug. Einfach eins nach dem anderen und setze es auf die Fläche, wo die Kreise den gleichen Buchstaben oder die gleiche Zahl haben, wie das Tütchen, wo ich eben die Farbe herausgenommen habe. Ja, der Rest ist jetzt eine wunderbar meditative Fleißarbeit. Ein Kristall nach dem anderen. Sollte mal ein Kristall falsch sitzen, kann man ihn immer verschieben mit der Rückseite oder auch ganz runterschieben vom Bild. Das ist ganz einfach. Ja, dann werde ich mal fleißig weitermachen. So, nach wenigen Minuten bin ich schon an der dritten Farbe. Wie gesagt, das ist wahnsinnig entspannend. Man konzentriert sich einerseits darauf, andererseits kann man seine Gedanken schweifen lassen. Es geht wirklich zügig voran. Natürlich, wenn man ein großes 40x50 Bild oder noch größer hat, dann geht das nicht so schnell. Aber man sieht immer seine Fortschritte. So, nächster Abschnitt.
Immer mal schütteln, dann richten sich die Steinchen von selber auf. Ich habe inzwischen auch das dritte Stückchen Wachs an meinem Werkzeug. Das verbraucht sich einfach mit der Zeit. Und jetzt kommen wir schon zum Schluss. Der Schnabel der Eule. In diesem Fall rot. Das ist immer so schön, ganz zum Schluss die letzten Steine zu setzen. Wenn alles fertig ist, lege ich immer zum Schluss nochmal die Folie auf und drücke nochmal alles richtig an, falls irgendwas nicht richtig festgeklebt war. Und fertig ist mein kleiner Sticker. Das hat jetzt nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Man nimmt den dann hier ab, nicht dass er denkt, das ist das Riesenteil. Nein, das ist wirklich auf einer durchsichtigen Folie. Moment, muss man gerade einen Anfang suchen. So, hier. Schaut mal, eine durchsichtige Folie. Damit hebt man das ab. Und dann kann ich es hinkleben, wo immer ich möchte. Auf eine Karte, auf ein Geschenk, auf eine Box, wie auch immer. So, das war's. Das sind die wunderbaren Crystal Art Sticker, Crystal Art Karten, Crystal Art Bilder von Craft Buddy.